Der Wordseed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute haben wir Besuch im Wordseed Podcast. Virtuell an meiner Seite aus Osnabrück zugeschaltet ist Professor Dr. Ferdinand Stebner. Er hat Lehramt studiert und ist Professor an der Universität Osnabrück und beschäftigt sich ganz viel mit selbstreguliertem Lernen. Was das überhaupt ist, was das für einen Unterschied machen könnte, wenn Kinder schon lernen, womöglich sogar im Kindergarten schon, selbstreguliert zu lernen, wie man das umsetzen kann. Und vieles, vieles mehr, darüber habe ich mich mit Professor Dr. Ferdinand Stebner unterhalten. Und es war ein unfassbar inspirierendes Gespräch. Ich wünsche dir gleich ganz, ganz, ganz viel Freude beim Hören. Wir haben uns über das Bildungssystem unterhalten, über Kommunikation, über Lernen, über Motivation und vieles, vieles, vieles mehr. Es war ein super inspirierendes Gespräch und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude beim Hören. Hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Wir haben heute Besuch im Wordseed Podcast und ich freue mich natürlich wieder wie verrückt. Virtuell an meiner Seite ist heute Ferdi. Ferdi, herzlich willkommen im Wordseed Podcast. Schön, dass du da bist. Liebe Lisa, danke für die Einladung. Freue mich. Wir starten hier straight rein. Selbstreguliertes Lernen ist das Thema oder eins der Themen, mit dem du dich viel beschäftigst. Und die große Frage ist, was zur Hölle ist das? Ja, also man könnte es jetzt spektakulär aufziehen und sagen, es ist richtig fancy, schmancy Zeug, aber man kann es auch wirklich realistisch machen, so wissenschaftlich trocken und sagen, es ist einfach Lernen. So. Also wenn wir klassisch Lernen betrachten, dann würden wir sagen, so ja, so wie es in Schule in den letzten 30, 40, 50 Jahren gelaufen ist, dann ist halt so relativ irgendwie ein bisschen dröge, trocken, ein bisschen stärker fremdreguliert. Also da ist jemand da, der hat irgendwie so Lehrpläne über sich, die er machen muss und dementsprechend fährt er auch so Lehrpläne. Also der macht sich einen Plan, was er wie lehren möchte und die Kiddies sollen halt entsprechend aufnehmen. Ne? Das ist also eher so passiv und vielleicht ein bisschen fremdregulierter und die Idee beim selbstregulierten Lernen ist eben, dass die lernenden Personen etwas mehr Verantwortung übernehmen, etwas besser Bescheid wissen, was sie da eigentlich tun, in der Lage sind, sich Ziele zu setzen, sich während des Lernens zu beobachten, verschiedene Lernstrategien einzusetzen, die auf ganz vielen verschiedenen Ebenen so liegen können. Und theoretisch könnte es dann dazu führen, wenn das die Menschen können, dass sich Schule stark verändert. Also ist es das Gleiche wie freies oder offenes Lernen oder gibt es hier einen Unterschied? Hast du dich, glaube ich, vorbereitet, sonst würdest du mir diese Frage nicht stellen. Es ist genau nicht dasselbe und es ist nicht das Gleiche und auch nicht dasselbe. Es ist kein Synonym, es ist die Voraussetzung dafür, dass offenes Lernen gut gelingt. Also mal angenommen, wir sind in irgendeiner Bildungsstätte und da haben wir eher so offene Szenarien, ob irgendwas Digitales, so Lernkurse. Oder wir haben sowas wie Projektarbeit beispielsweise, dann sind das eher so offene Lernszenarien, ne? Und in diesen offenen Lernszenarien möchte ich natürlich irgendwie klarkommen. Wenn ich nicht so viel Führung habe, also wenn ich nicht an die Hand genommen werde durch irgendeine Lehrperson, dann muss ich selbst tun. Und das ist eben dann die Voraussetzung. Ich muss lernen können. Ich muss wissen, wie gestalte ich mein Lernen. So, das ist diese Kompetenz des selbstregulierten Lernens. Aber es ist halt eben nicht das Synonym. So, es ist wichtig als Voraussetzung für so offene Lernszenarien. Aber es ist auch wichtig fürs geschlossene Lernen. Ich habe vorhin eine Vorlesung hier gegeben, dann sitzen da die Studierenden und es ist sehr geschlossen. Ich erzähle denen was. Ich frage denen ab und zu mal eine Frage und so, aber es ist ein sehr geschlossenes Format und die müssen sich trotzdem selbst regulieren, wenn die keinen Bock haben, wenn die keinen Sinn darin erkennen, wenn die nicht mit ihrer Aufmerksamkeit da sind, wenn die ihr Vorwissen nicht aktivieren, dann werden sie nichts lernen und dementsprechend sehen wir also auch im geschlossenen Szenario, auch da sollte ich so einigermaßen Plan vom Lernen haben, damit das erfolgreich gelingt. Also Antwort, nee, ist nicht dasselbe, nicht das Gleiche, ist die Voraussetzung, es ist die Kompetenz des Lernens. Und warum liegt dir das Thema so am Herzen? Du machst ja wirklich sehr, sehr viel dafür und auch viel Öffentlichkeitsarbeiten. Das ist ja gerade, dass du da im Bildungssystem richtig Schwung reinbringst, habe ich den Eindruck. Warum liegt dir das so am Herzen, das in die Öffentlichkeit zu bringen und zwar auch in die breite Masse? Ja, unter anderem damit von mir aus solche Fragen nochmal kommen können, wie von dir, aber dass sie generell vielleicht seltener kommen. Ja? Dass also Leute schon verstehen, was es ist, weil
Es macht schon einen Unterschied. Also es ist das Paradox einfach, wenn wir uns das Schulsystem angucken und generell das Bildungssystem auch in Deutschland, auch in Universitäten, Hochschulen und in den Ausbildungsstätten, dass wir so viel lernen und so viel inhaltlich, auch in deinem Bereich, unfassbar viel Fachwissen mitnehmen und so. Aber wie wir das aufnehmen, wie wir damit umgehen und so. Wir haben immer schon das Problem von trägem und situiertem Wissen. Und das gab es auch schon zu meiner Schulzeit. Da wurde auch darüber gesprochen, so du lernst viel, kannst aber nicht anwenden, sondern es ist träges Wissen, es ist da, aber es du kannst damit nichts anfangen. So. Aber es ist so paradox, dass wir das Lernen nicht beibringen einfach. Und das stört mich, weil ich weiß, und das wissen wir aus ganz vielen empirischen Studien, dass die Menschen davon hart profitieren können, wenn sie halt besser, wenn sie wissen, wie sie lernen. So. Das ist nicht nur für die Schule wichtig, ist nicht nur für die Kita wichtig, nicht nur fürs Studium oder für die Ausbildung wichtig, es ist generell fürs Lernen, fürs Leben gut. Zu wissen, wie ich lerne. Und es ist ganz witzig, also wenn du die Frage stellst, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe davon früher echt nicht viel gehalten. Ich bin auch nach wie vor Kritiker. Also ich möchte nicht bekehren. Ich bin Wissenschaftler, ich untersuche das und wir sehen auch hier und da immer noch Schwächen, gerade wenn es so um die Nachhaltigkeit des Ganzen geht. Also ich bringe es jemandem bei, wie lange ist es wirksam, wie lange bringt es dir was, so, wann musst du es eigentlich unterstützen und so. Aber ich wurde irgendwann reingeschubst. Ich wollte, ich habe meinen Doktor im digitalen Lernen gemacht und dann wollte ich an die Schule noch nebenher. Ich wollte also noch mal ein bisschen mehr Geld verdienen, weil ich hatte nur eine halbe Stelle an der Uni. Und dann sagte mein Chef damals so, nee, mach das nicht. Dann bist du so abgelenkt vom Doktor machen, ne, vom Doktor schreiben. Ich gebe dir eine andere halbe Stelle. Und das war in einem Projekt und dann ging es um selbstregulierte Lernen und dann musste ich mich damit beschäftigen. Und vorher war ich echt kritisch und dachte so, ach komm, ey, das ist Lernen, was wollt ihr eigentlich und so. Ich halte das für unwahrscheinlich, dass es das wirklich was bringt und ich habe mich damit intensiver beschäftigt und das passt, glaube ich, ganz gut zu der generellen Haltung, die ich so eher im Leben fahre. Verantwortung übergeben, ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen menschlicher. Wir müssen nicht von oben und gehorsam und so. Und deswegen kann ich mich damit inzwischen ganz gut identifizieren, bin aber trotzdem, wie gesagt, kritisch. Möchte nicht bekehren, sondern möchte Menschen inspirieren, darüber nachzudenken. Sehe aber auch alle kritischen Aspekte daran. Ja, ich glaube auch gerade für die wissenschaftliche Haltung ist so auch immer so eine kritische Komponente natürlich total hilfreich, was du auch gesagt hast, um das Thema ja ganzheitlich betrachten zu können, oder? Ja, und vor allem ist das Wissenschaft. Also wissenschaftliche Arbeit, auch empirisch quantitative Forschung bedeutet, ich kann hinterher Empfehlungen aussprechen. Also wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Du weißt niemals, ob es wirklich so ist. Also auch wenn du von Signifikanz sprichst, das ist keine Gewissheit, das ist nicht naturgegeben, womöglich, also das ist nicht so, ja, da spricht nicht Gott zu dir oder die Göttin und sagt, so ist es, mein Sohn, sondern du hast Wahrscheinlichkeiten und auf Grundlage dieser Wahrscheinlichkeiten kannst du dann halt Aussagen tätigen, kannst sagen, die Hypothese wird angenommen, so, angenommen. Ja, oder halt eben nicht angenommen. Und deswegen ist es wichtig, kritisch zu bleiben, ja. Und auch einfach das Prinzip. Also die Leute sagen zum Beispiel, nur mal um zu schnallen, warum es wichtig ist, kritisch zu bleiben. Also dieses Rethinking auch. Also immer mal wieder drüber nachzudenken, was ich überhaupt mache. Es gibt ja so diese erste Idee, wenn ich zum Beispiel Multiple-Choice-Test schreibe, ich sollte bei der ersten Idee bleiben. Der erste Eindruck immer, das ist so, erste Idee ist meistens die Studien zeigen, dass da nochmal drüber nachdenken schon Sinn macht, dass du dann doch besser abschneidest. Und die Leute sagen so, ja, du hast doch den perfekten Job, du bist deutscher Universitätsprofessor, du bist verbeamtet, das geht doch gar nicht besser, du kannst machen, was du möchtest und so. Das ist richtig, ich kann machen, was ich möchte, mehr oder weniger, aber wer weiß, ob das der richtige Job für mich ist. Mein Körper sagt mir manchmal was anderes und selbst da musst du sicher scheinen, für alle drumherum. Sag ich, ne, ich denke trotzdem darüber nach, ob der Job für alle Ewigkeit was für mich ist oder ob ich nicht nochmal was anderes mache, aus Prinzip, weil das sorgt dafür, dass ich mich auch immer mal wieder so aktualisiere und dabei bleibe und ich immer wieder auch entscheiden kann, ne, ich bin gerade heute sehr bewusst hier in Osnabrück im Büro, ich bin gerne hier, mein Team ist heute da, ich hatte heute Vorlesung, das ist tipptopp und ich bin bewusst hier, ich bin gerne hier und das ist auch ein bisschen Wissenschaft, glaube ich, immer mal wieder kritisch zu sein. Ne? Ja, absolut und genauso vielleicht auch kritisch zu sein, wenn ich zum Beispiel Lehrperson bin, als Lehrerin oder Lehrer immer mal wieder zu schauen. Und ich könnte mir vorstellen, diese kritische Grundhaltung und vielleicht auch dieser Widerstand könnte dir auch begegnen, wenn du in den Schulen unterwegs bist. Ne? Du bist ja nun mal viel auch unterwegs und ich könnte mir vorstellen, dass du von bis alles dabei hast, also von absoluter Begeisterung bis absoluten Widerstand. Und mich würde total interessieren, wie du so mit Widerständen umgehst. Also ja, uns begegnet alles, wobei man schon sagen muss, dass die Schulen gerade hart leiden. Also wenn die mich kontaktieren, dann haben die einen Grund. Denn ich bin ja, man kann sich gut über mich informieren. Das ist auch ganz bewusst so gemacht. Nicht um
wie gesagt, nicht um zu bekehren. Ja, ich mache auch Wissenschaftskommunikation darüber natürlich, aber ich präsentiere mich vor allem auch im Internet relativ offen, damit die, die daran Interesse haben, von mir fortgebildet zu werden, so genau wissen, wer ich bin. Damit die eine Passung herstellen können oder sehen können. So passt es nicht. Und dementsprechend melden sich schon nur die Schulen bei mir, die sich recht gut mit meiner Denke, Haltung und so und dem, was ich erforsche, identifizieren können. Aber natürlich hast du in einem großen, trägen System von 150 MitarbeiterInnen in so einer Gesamtschule auch Leute natürlich, die dann nicht so ticken wie die, die dafür verantwortlich sind, einen Prof einzuladen. Die Schulen leiden aber schon ganz gut unter der aktuellen Situation. Also die merken selber, der Spagat zwischen dem, was sie machen müssen und so, was sie eigentlich gerne machten, um den Kindern so richtig zu helfen. Der Spagat tut weh. Und wenn dann jemand kommt und sagt, schau mal, wir haben vielleicht eine Idee hier, irgendwie so eine Brücke dazwischen, dann hören die schon zu. Und wenn da Respekt ist und wir auf einem Level gemeinsam sind und dann nicht irgendwie hier so elfenbeinturmmäßig blöd kommunizieren, dann kriegen wir schon gut gebacken so. Aber natürlich trotz alledem sind da Leute dabei. Und das zeigt auch empirische Forschung. Die zeigt, dass nicht jeder in diesem System und nicht jede eine Innoviererin oder ein Innovierer ist. Also das sind vielleicht so 2, 3, 4% in einem Kollegium und auch in Wirtschaftsunternehmen und auch in der Landwirtschaft und so, wo das alles untersucht worden ist. Und dann haben wir so normalverteilungsmäßig, die in der Mitte sind ganz viele und die innovieren so mittelmäßig. Und dann haben wir natürlich auch die Nachzüglerinnen am Ende, die so 16, 17, 18%, die keinen Bock haben, das System zu verändern. Und die nörgeln und die gucken vielleicht auch mal komisch oder die sind gar nicht da. Und da ist es mir super wichtig, und das ist mir super wichtig, und das erforschen wir hier gerade auch mit einer Doktorarbeit und ein paar Abschlussarbeiten an der Uni in Osnabrück, herauszufinden, wer sind die und was machen die und was macht, das sind ja keine Unmenschen, die haben irgendwelche Bedürfnisse, die haben irgendwas erlebt, irgendwas ist passiert, warum machen die jetzt gerade nicht mehr so mit, wie sie mitmachen könnten vielleicht sogar oder vielleicht sogar wollten. Ne? Ja. Und dann erheben wir die Bedürfnissituation, also dann geben wir denen so 14 wichtige für eine Lehrkraft so mit und sagen, komm, füll mal aus. 0 bis 100, was glaubst du so? Eingeschätzt, Pi mal Daumen, wie sieht's aus? Wie viel Ruhe ist gerade erfüllt bei dir? Wie viel Verbindung ist erfüllt? Wie viel Wertschätzung ist erfüllt? Und da hast du halt meistens das Bedürfnis Nummer 1, das nicht erfüllt ist, ist Ruhe bei Lehrkräften. Per se, bei allen Schulen bislang, die wir untersucht haben. Und Wertschätzung ist häufig mit dabei, so Wachstum, Wirkung, ne? Wirksamkeit. Und wenn ich das weiß, so, dann kann ich auch schon ein bisschen individueller auf die Leute zugehen. Und wenn ich den Eindruck vermittle, und das ist nicht nur ein Eindruck, sondern das ist wirklich mein Interesse, dass die gesehen werden. Weil ich sage, wenn wir ein Konzept verändern wollen in Richtung Schülerinnen und Schüler, dann muss ja mit den Leuten anfangen, die das umsetzen. Sondern haben die keine Ressource frei oder keine Ressourcen frei, dann werden die nichts umsetzen können. Und dann funktioniert das schon ganz gut. Und ich freue mich wirklich, wirklich immer über Kritik. Also ich weiß noch, ich war letztens in Bielefeld an einer Schule, und ein bischöfliches Gymnasium, das ist das Beste, was man machen kann. Bischöflich Gymnasium Ostwestfalen. Das ist das Beste, was man machen kann, wenn man Kritik bekommen möchte für solche Ideen. Und ich freue mich da immer drüber, weil das natürlich für mich dazu führt, auch meine Sachen, die ich untersuche, die ich schlussfolgere, nochmal kritisch zu beleuchten. Deswegen bin ich wirklich immer dankbar, solange das einigermaßen konstruktiv ist. Ne? Mit destruktiver Kritik kann man natürlich nicht groß umgehen. Aber deswegen sehe ich das als ein wichtiges Element meiner wissenschaftlichen Arbeit, auch Kritik zu bekommen, solange sie einigermaßen konstruktiv ist. Also so Kommentare wie bei Instagram, das irgendwie löscht dich oder sowas. Ja, gut. Instagram, ja gut. Ja. Es passt total gut zu dem, was ich letzte Woche erlebt habe. Ich war letzte Woche an einer Grundschule und da ging es um Kommunikation. Das ist ja nun mein Thema, vor allem Kommunikation mit Eltern und wie sich die Elternarbeit auch verändert hat. Und da war auch so ein großer Punkt, dass teilweise gar nicht so die Ressourcen reichen, um all dem gerecht zu werden. Einerseits auch den Bedürfnissen und vielleicht auch Erwartungen der Eltern im Kollegium, den Kindern gegenüber, dem System gegenüber. Und deshalb oft hatte ich den Eindruck, ein Häkchen Widerstand da ist, was Neues angeht, nach dem Motto, wann soll man das noch machen? Wie sollen wir das schaffen? Und was sollen wir denn noch alles verändern? Ne? Wer kümmert sich denn um uns? Oder auch dieser Wunsch nach Wertschätzung. Ne? Wann rufen denn die Eltern an oder wünschen sich ein Gespräch? Die wenigsten rufen an oder wollen ein Gespräch, um zu sagen, hey, also der Philipp ist heute nach Hause gekommen, der war ja völlig aus dem Häuschen, wie geil der Unterricht war. Ne? Das passiert ja leider nicht so häufig. Ne? Das ist richtig. Ja, und gleichzeitig müssen wir auch sehen, dass es absolut verständlich ist. Also wir sehen den Trend in allen Altersschichten hin in Richtung Sicherheit. Das siehst du in der Trendstudie bei den Jugendlichen, das siehst du, oder in der Gen Z, so, ne? Das siehst du bei den älteren Menschen.
Es ist ja logisch, wenn du jahrzehntelang lebst, dann bist du so viele Sachen gewohnt, dann brauchst du ja auch Sicherheit, dann wirst du vielleicht irgendwann mal krank oder dann hast du so Polykrise wie jetzt gerade mit Klima, mit Krieg und dann haben wir noch so Probleme mit den Finanzen momentan und alle haben Sorge, dass das Geld irgendwann nichts mehr wert ist und so. Und dass der Organismus und die Seele ja an sich und dann auch der Geist dahin strebt, zu sagen, ich brauche ein bisschen Sicherheit. Mhm. Und Sicherheit ist ein Bedürfnis, das wir alle irgendwie haben und verschieden erfüllt. Und dann ziehe ich halt Strategien. Das ist doch klar. Ich ziehe die Strategie, vielleicht beim Gewohnten zu bleiben. Und dann bedeutet alles Neue für mich womöglich eine neue Bedrohung. Deswegen ist absolut verständlich, warum Leute gerade anfällig sind für irgendwelche Ideologien, warum sie anfällig dafür sind, eben nichts zu verändern oder nichts verändern zu wollen. Da habe ich absolutes Verständnis für. Wir müssen es nicht immer akzeptieren und wir können natürlich daran gemeinsam mit den Leuten arbeiten. Das ist ja eine Frage von deinem Hauptthema, der Kommunikation. Ressourcen sich verdeutlichen und gucken, mit welchen Strategien können wir da vorgehen, um vielleicht sich doch zu öffnen. Weil vielleicht ist die Strategie bremsen und nichts verändern zwar eine für mich eigentlich geeignete, um Sicherheit zu erfahren, aber vielleicht gibt es auch noch andere. Vielleicht können wir noch anders irgendwie kooperieren und anders kommunizieren, mehr Transparenz schaffen. Kollaborativ irgendwie rangehen, um Sicherheit zu erfahren. Und wir bringen das System trotzdem ein bisschen nach vorne und sind womöglich ein bisschen offener auch neuen Ideen gegenüber. Ne? Ja, mehr vielleicht auch in das sowohl als auch zu kommen. Ne? Also sowohl eine Veränderung anzustreben und gleichzeitig eine Sicherheit zu haben. Ne? Ich glaube, das erlebe ich manchmal so, dass das Gefühl da ist, wir können ja leider nur eins machen, entweder die Veränderung oder die Sicherheit. Und ja, was du gerade gesagt hast, vielleicht mal zu gucken, wie kriegen wir ein sowohl als auch hin. Ja, und ich meine, dieses Schwarz-Weiß-Malen ist ja auch so ein rhetorischer Trick. Also es ist, wird ja auch gerne mal verwendet, um dann schnell mal jemanden von irgendwas zu überzeugen oder so wegzumanipulieren. So, deswegen, ja, das finde ich eine gute Idee, ja, macht Sinn. Wie könnte erstmal selbstreguliertes Lernen umgesetzt werden, vielleicht im ersten kleinen Schritt? Ja, also dann sind wir auf jeden Fall in der Schule oder sogar in der Kita. Also empirische Studien zeigen, dass das echt früh schon unterstützen kann. Und es gibt unfassbar genial arbeitende Kitas, die ja schon so ein bisschen in Richtung Demokratie denken gehen. So, dann entscheiden die Vierjährigen schon darüber, welche Farbe das nächste Bobbycar hat und so. Und dann wird abgestimmt und dann gibt es so Klassensprecher, so kleine PolitikerInnen mit 4 Jahren, 5 Jahren, die dann also schon selber Verantwortung übernehmen. Und das ist es ja eigentlich. Also, dass ich nicht in dem System, in dem Bildungssystem ohnmächtige Wesen produziert, die also einfach im Sinne des Gehorsams machen, was da gesagt wird, sondern die sollen schon auch mitdenken, die sollen mitentscheiden auch. Und das wäre das, glaube ich, was wir uns flächendeckend in der Wissenschaft und wahrscheinlich in der Praxis erst recht wünschen würden. Also Partizipation, dass die Sachen gemeinsam angegangen werden, erst recht in einer Kultur der Digitalität, wo du niemand mehr alles wissen kann so und nicht mal alles können kann. Also da muss man sich unterstützen gegenseitig. Und da wissen die Schülerinnen und Schüler meistens wesentlich mehr über irgendwelche Apps Bescheid als andere, die wesentlich älter sind und eigentlich fürs Lehren zuständig sind. So, deswegen da ruhig öffnen. Und dann ist es so, möglichst früh anfangen, das zeigt die Forschung, gerne schon Kita oder Grundschule, da sind die Evidenzen sehr klar. Und spätestens in der 5. Jahrgangsstufe. Weil das sagen Schulen häufig, ja, warum fangen wir denn nicht irgendwie 7., 8., 9. an, dann können die doch abstrakter denken, dann macht doch viel mehr Sinn, dann so auf Vogelperspektivenebene dann auch Lernen zu bedenken und so. Ja, aber dann haben die schon 7, 8, 9 Jahre Schule hinter sich und dann hat sich schon so viel automatisiert und so viel fest verwoben, das wirst du echt schlecht los. Da wissen wir dann aus der Forschung noch gar nicht so genau, dass da so Extinktionslernen, das wissen wir gar nicht so genau. Aber das Überschreiben wird schwer, ne? Und deswegen sagen wir, möglichst früh anfangen, da hast du ganz gute Effekte. Und dann würde das bedeuten, wir müssen bei den Kindern und Jugendlichen Strategiewissen aufbauen. Also die sollen so einen Handwerkskoffer mit Strategien voll haben. Das ist so die Idee, ne? Und dann sollen die in die Lage versetzt werden, das auch anzuwenden. Und damit haben wir also zwei verschiedene Muster des Förderns. Einmal muss es wirklich beigebracht werden, so explizit, direkt nennen wir das. Und das ist, soll intensiv, das soll lange passieren. Ich würde sogar sagen, eigentlich immer mal wieder auffrischen, immer mal wieder machen. Und das zweite ist halt indirekt, implizit. Die Lernenden sollten die Chance bekommen, es anzuwenden in allen möglichen Szenarien, in einem anderen Fach, in der Projektarbeit, in einem Praktikum. Es sollte irgendwie so sein, dass die darauf hingewiesen werden, schau mal, jetzt kannst du es anwenden. Ne? Und dann ist die Hoffnung da, dass es irgendwann ganz gut können, dass es dann irgendwann nur noch mal aufgefrischt werden muss, die sollen noch mal daran erinnert werden, also getriggert werden. Ne?
Und dann fällt das so aus, die Unterstützung, und dann können die es hoffentlich. Das ist eigentlich wie in der Fahrschule auch, beim Autofahren lernen. Also du kriegst Theorieunterricht, warum rechts vor links und was ist das überhaupt, die Kupplung kommen lassen, warum langsam, ne? Weil sonst die Kupplung kaputt kommt und der Wagen absäuft, oder das sind die Gründe. Ah, okay, dann mache ich halt auch, das macht Sinn. Mhm. Also ich erkenne und ich verstehe das so, warum und was ist es eigentlich, und dann setze ich mich neben die Fahrlehrerin oder den Fahrlehrer, und diese Personen können mir noch helfen. Die haben nochmal Pedale unten und die haben nochmal Spiegel, extra Spiegel, die können mithelfen, die können mir auch was Tipps geben, so, und die sagen die Richtung, da muss ich zumindest schon mal nicht drüber nachdenken, ich werde etwas entlastet. Mit 17 betreutes Fahren, Mama kann noch mal ein paar Tipps geben, und dann mit 18 bin ich hoffentlich einigermaßen in der Lage, selbst reguliert zu fahren, und so sollte es in der Schule mit dem Lernen sein. Und wie beim Autofahren auch, wissen wir, erleben wir tagtäglich, manche können gut fahren, manche nicht so gut, und so wird es auch immer sein, ne? Auch beim Lernen. Es wird niemals dazu kommen, dass irgendwie was perfekt ist, und so, darum geht es, glaube ich, auch nicht. Aber man kann es ein bisschen bewusster machen, ein bisschen anders unterstützen, so dass es auch zur heutigen Zeit passt. Finden wir immer noch ganz viel Kritik dabei, wie bei der Ausbildung von Fahrlehrerinnen, Fahrlehrern, beziehungsweise deren Art, Führerscheine zu vergeben. Aber genau, das wäre so die eigentliche, momentan aktuellste Idee dazu, wie man das unterstützen sollte. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass wir damit natürlich auch, wenn man es jetzt ganzheitlich betrachtet, extrem viel verändern kann. Nicht nur vielleicht die Beziehung zu mir selbst, so diese Selbstwirksamkeit vielleicht, indem ich mich selbst vielleicht auch besser einschätzen kann, als auch, ich bin ja nun auch aus dem Gesundheitswesen, so diesen Gesundheitsgedanken dahinter, wenn ich mir überlege, ich habe jetzt keinen festen Fahrplan oder jemand, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, sondern ich habe Gestaltungsfreiraum. Wir hatten gerade auch das Thema Ziele stecken, und ich fühle mich vielleicht auch kompetent darin. Ich glaube, wenn wir es ganzheitlich betrachten, ist da ja ganz schön viel drin in dem Thema, oder? Ja, das ist erstmal eine große Herausforderung, das ganzheitlich zu denken. Und da beißen sich ja hier in unserem Business die Leute die Zähne aus, weil das echt nicht einfach ist. So. Ich komme aus der klassischen Lernpsychologie, der Lernforschung. Ich habe Lern studiert, aber ich bin dann in der Lernforschung promoviert worden. Und da achten wir vor allem aufs Lernen erstmal. Und vielleicht sogar recht kognitiv. Dann wurde irgendwann klar vor ein paar 10er Jahren so, ey, Motivation spielt doch auch eine Rolle. Wenn jemand überhaupt nicht motiviert ist, dann wird das mit dem kognitiven Lernen auch schwierig und so. Dann haben die es eingesehen, ja, so wie vor, was weiß ich, 150 Jahren Intelligenz noch keine Rolle gespielt hat, hat das sich auch irgendwann geändert. Und jetzt ging es mehr so in Richtung affektive Variablen, etwas weicher. Das wurde immer weicher. Und dann kommen auch irgendwann so Sachen wie so Bedürfnisse zum Beispiel. So Diesel Ryan, so die Grundbedürfnisse, um einigermaßen vielleicht sogar intrinsisch motiviert zu sein. Also, was weiß ich, ich brauche Kompetenzgefühl, so. Ich möchte selbst bestimmen können, ne? Und ich brauche eine soziale Einbindung hier und da, so diese drei großen Bedürfnisse. Dann gibt es ja noch viele andere, wenn es irgendwie, was weiß ich, so nach GfK gehen, ist ja ein bisschen mehr wahrscheinlich auch dein Ding, dass es da viele verschiedene Bedürfnisse gibt, die da erfüllt sein können oder nicht. Aber das sind diese drei zum Beispiel, zu motiviert sein. Und ja, ganzheitlich das zu betrachten, das ist ganz spannend. Und diese fancy-schmancy-Schulen, die es so momentan gibt und die Schulpreise gewinnen, ne? Und über die es die Dokus gibt. Also wenn wir jetzt gerade SWR-Doku von Frank Seibert uns angucken, dann reisen die nach Kanada und gucken sich da eine Schule an, die sieht ganz anders aus. Oder die deutsche Schule momentan in Wutösching, die Alemannenschule, die sehen anders aus. Die haben keine Klassenräume mehr, oder die haben die Wände so eingerissen, dass sie riesig sind, diese Klassenräume. Dann sind da meistens auch gar keine Klassen mehr aktiv, sondern Lerngruppen, die sind irgendwie jahrgangsübergreifend vielleicht sogar lernen. Und das heißt also, jo, mit dieser Idee des Lernens kannst du eine ganz andere Idee von pädagogischem und auch Lernkonzept fahren. Und diese Konzepte zielen dann meistens auch eben darauf ab, ein gesundes, nachhaltiges Lehren und Lernen zu ermöglichen, sowohl für die Lehrperson als auch für die Lernenden. Denn für die Lehrperson würde das ja bedeuten, wenn die Lernenden besser darüber Bescheid wissen, wie sie lernen, dann kann ich die eine oder andere Person vielleicht mal auch ein bisschen alleine lassen und mich etwas intensiver um die anderen kümmern. Aber dann kann ich endlich das machen, wofür ich eigentlich studiert habe, die Menschen zu unterstützen und Leute nach vorne zu bringen. Was ich nicht schaffe, wenn 30 vor mir sitzen. Zumindest habe ich so den Eindruck manchmal nicht. Ne? Mhm. Und für die Schülerinnen und Schüler natürlich genauso. Also Sinn zu erkennen, neugierig zu sein, weil ich heute Deutsch machen kann, weil ich nicht genug gepennt habe für Mathe. Mathe fordert mich etwas mehr, dafür brauche ich mehr Schlaf. Ich kann also mich heute dazu entscheiden, Deutsch zu machen und Nomen zu bearbeiten. So, das führt natürlich auch in Richtung Gesundheit und weniger in Richtung Entfremdung. Also ich muss nicht das machen, was mir die Person da oben sagt, die hier die Verantwortung trägt, und das muss ich chronisch machen, und am besten komme ich auch noch aus schlechten Verhältnissen im Sinne von zu Hause voll viel Unruhe und Stress und so, und ich lerne in der Schule, wenn ich genau das mache, was ist die jetzt mir sagen, dann bekomme ich hier die Ruhe, also passe ich mich super stark an, dann wissen wir, zu viel Anpassung ist no good. So. Mhm. Also wenn wir das große Ganze sehen, dann könnte das selbstregulierte Lernen dabei helfen, solch offenere Systeme
gut zu unterstützen, dass dann trotzdem, und davor haben ja die Angst, die tendenziell eher so auf Leistung stehen, dass eben dann nicht das passiert, wovor die Angst haben, dass sie halt nichts mehr lernen, sondern dass du ein offenes Szenario hast, das ist gesünder, das ist nachhaltiger, das ist wohliger für alle, aber es wird trotzdem gelernt und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Vielleicht anders, aber vielleicht sogar auch ein bisschen mehr und nachhaltiger, ne? Ja, absolut. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche, die zuhören und vielleicht mit Kindern arbeiten, ob therapeutisch, pädagogisch oder vielleicht auch in einem anderen Setting, sich jetzt die Frage stellen, ja, wenn ich mir so die Kinder anschaue, mit denen ich teilweise zu tun habe, die gehen über Tisch und Bänke, sind die nicht überfordert? Geht das überhaupt? Bei uns ist so viel Unruhe. Und ich weiß, dass ihr euch natürlich über sowas auch Gedanken macht. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen. Ja, danke für die Frage. Es ist wirklich eine Frage, die oft aufploppt. Sowohl in der Praxis, wenn wir vor Ort sind, als auch wenn wir mit Wissenschaft darüber sprechen. Ich war gestern in Essen, in der Stadt Essen in Nordrhein-Westfalen, bei der regionalen Schulberatungsstelle der Stadt Essen. Mhm. Das ist die Schulpsychologie. Und die Schulpsychologie besteht aus 20 SchulpsychologInnen und Abgeordneten, Lehrkräften und so. Und die beschäftigen sich ja dann mit, auch mit der psychischen Gesundheit zum Beispiel von den Lernenden, aber auch den Lehrenden. Und da haben wir uns gestern auch die Frage gestellt, wir machen gerade einen Film darüber, über diese psychische Gesundheit und sprechen mit Leuten, die sie von Traumata Ahnung haben, aber halt eben auch jetzt zum Beispiel mit der Schulpsychologie. Und da kam diese Frage auch auf, denn letztendlich, wenn wir sagen, okay, wir haben da manchmal, was weiß ich, zum Beispiel im Essener Norden, so in alten Essen oder in Karnap oder so, da hast du Fleckchen oder das, würden wir sagen, das ist das Zentrum der Heterogenität. Da ist richtig was los, da hast du also keine Langeweile und hast ordentlich zu tun, so als Lehrperson, und da bist du auch meistens nicht alleine im Klassenraum, weil das gar nicht gehandelt bekommst. Und jetzt ist ja die Frage, woher rührt das? Also woher kommt es? Ist das eine Verrohung der Gesellschaft, dass so viel Gewalt da momentan ist? Das ist momentan, sagt die Schulpsychologie uns, das ist das Hauptproblem. Früher hattest du ja so Lernschwierigkeiten und emotionale Entwicklungsproblematiken und so, aber heute ist es vor allem die Gewalt, die da eine Rolle spielt und wo dann sich gefragt wird, was ist denn los und so. Woher kommt diese Gewalt? Was ist da los? Was muss dieser Mensch da gerade irgendwie erfüllen, dass es also so nach draußen geht? Und auch in diesen Gruppen. Die Frage kann man sicherstellen. Und ein Punkt könnte sein, dass das, was wir in der Gesellschaft haben, nicht zu dem System passt, was wir momentan haben. Also es nicht hinhaut. Ne? Mhm. Wir haben ganz viele Krisen, ganz viel Unsicherheit. Wenn die Eltern zu Hause unsicher sind und Ängste haben, dann haben es die Kinder auch. Dann gehen die in ein System und da ist dann Leistungsdruck. Das matcht nicht so richtig gut. Dann hast du zum Beispiel dein Essen im Norden, das Gymnasium Nordost. Die sammeln die Kinder morgens ein und machen erstmal ein bisschen Meditation. Erstmal runterkommen. Einmal die Grundlage dafür schaffen, Nervensystem runter. Und danach können wir lernen und uns miteinander beschäftigen. So. Das ist, glaube ich, schon mal ein krasses Umdenken. Und das hat ja was mit Regulation zu tun. Es ist jetzt eine andere Art der Selbstregulation, als ich die primär verwende. Das ist also eher kognitiver bei uns hier. Mhm. Und ich weiß, es ist zu wenig. Also wenn ich mein Nervensystem runterfahren möchte, dann reicht mir das kognitive darüber nachdenken nicht so sehr. Erreiche ich vielleicht 20% mit, wenn ich die restlichen 80% auch noch erreichen möchte und so im Sinn oder zumindest einigermaßen zufrieden und ruhig da sitzen möchte, dann muss ich irgendwas anderes machen. Dann kommt eine Art von Selbstregulation damit rein. Und wenn wir das den Kindern nicht beibringen und da nicht dran arbeiten, da nicht eine Sensibilität oder wie man ja sagt, Awareness mitbringen soll, dann was erwarten wir dann groß. Ne? Mhm. Und deswegen ist das wieder nochmal auch ein Punkt, womöglich auch in Richtung dieses selbstregulierten Lernens. Und deswegen sagen wir halt auch so früh, wie es geht, am Anfang. Und damit sind trotzdem die Probleme noch nicht bewältigt. Deswegen, ich verstehe alle, die sagen, das wird bei mir nicht gehen. Das verstehe ich und das sehe ich auch. Mhm. Und das ist auch nicht so einfach, weil das selbstregulierte Lernen wird nicht die Welt verändern. Es ist ein Baustein, ein Element in einer, wie du ja vorhin auch schon angesprochen hast, in einer ganzheitlichen Geschichte. Da muss sich ziemlich viel verändern. Das ist womöglich vor allem erstmal die Haltung und dann die Frage, was wollen wir in Schule eigentlich erreichen? So. Und wenn uns die Kinder über Bänke und Stühle gehen, woran liegt es so? Woran liegt das? Und dann haben wir Beispiele aus Berlin, auch aus Wutösching, wo auch nicht alles so glatt lief. Aber es gibt ja Rütlich-Schule zum Beispiel in Berlin, so Brennpunkt ohne Ende damals gewesen, Rambazamba. Und dann müssen wir diese Idee von New Learning, also wie New Work, New Learning denken. Mhm. Also wer da was passt sich an? Und früher waren es die Menschen, die sich an das System angepasst haben. Und wir müssen, glaube ich, wirklich langsam einsehen, das tun auch schon viele, dass wir das System jetzt an die Menschen anpassen sollten. Mhm. Beim Lernen sehen wir es, klappt nicht anders.
die Ergebnisse PISA, IGLU, IQB-Bildungsland, die sehen schlecht aus, die Ergebnisse. Und aus der Wirtschaft und so wissen wir, es ist für Gesundheit und Nachhaltigkeit und Personalgewinnung nicht unwichtig, weil demografischer Wandel, wir haben nicht genug Menschen, um so arrogant da umzugehen mit dem Personal. Mhm. Ja, absolut. Weil mir kam hier gerade noch ein Gedanke. Ich bin gelernte Ergotherapeutin und ich hatte viele Kinder in der Therapie sitzen mit einer Latte an Diagnosen. Und manchmal saß ich da, also manches war natürlich vollkommen berechtigt, möchte ich gar nicht sagen. Und ich bin ja nicht diejenige, die Diagnosen stellt. Gleichzeitig dachte ich mir bei manchen, Kumpel, was machst denn du hier? Ne, also die Kinder bringen Diagnosen mit, bei dem ich manchmal das Gefühl hatte, okay, ich glaube, das System ist gerade etwas, was dich sehr fordert, vielleicht auch überfordert. Es liegt nicht unbedingt daran, weil das Kind irgendwie entweder eine Emotionsstörung hat oder eine psychische Erkrankung oder was auch immer, eine Entwicklungsstörung. Und ich glaube, wenn wir das Bildungssystem verändern, das ist jetzt sehr weit gedacht, aber wie gesagt, gerade mein Gedanke, wenn wir das Bildungssystem verändern, könnten wir auch Einfluss auf das Gesundheitssystem nehmen. Mm. Sehr weit gedacht, ich weiß. Lass das mal so stehen, ja. Also, zu heiß. Dass wir sehen, wir haben viel Depression und Burnout im System, das sehen wir an Studien. Also wenn wir uns die COPS, die Studie angucken aus Hamburg-Eppendorf, dann sehen wir dann bei den Jugendlichen innerhalb von wenigen Jahren eine Verdopplung bei den Angststörungen. Mhm. Wenn wir uns das Schulbarometer anschauen, sehen wir, dass 92% der Lehrkräfte stark oder stark gestresst sind. So, das ist natürlich alles nicht gesund. Mhm. So, das geht alles in Richtung Burnout und Depression. So. Oder halt in Richtung Gewalt. Also, dass die nach außen geht, die Gewalt, und nicht nach innen. So, ne? Deswegen, es lohnt sich natürlich, das anzupassen, das Bildungssystem, an die jetzigen Gegebenheiten. Das, was in den 80ern noch vollkommen okay war, das war legitim, das war okay, das hat geklappt, das war gut, das passte. Das passt halt heute nicht mehr so gut, so wie es in der Wirtschaft auch ist. Die merken das ja auch, dass sie ein bisschen was verändern müssen. Und dass das dann auch wahrscheinlich irgendwie einen Effekt auf Gesundheit und das Gesundheitssystem haben könnte. Womöglich. Ja, womöglich. Mhm. Also wir wissen zum Beispiel, dass die Schule mitverantwortlich dafür ist, dass die Leistungsgesellschaft eigentlich so entstanden ist. Das ist letztlich zurückzuführen auf 17. Jahrhundert und so. Ich sage ja immer so, wenn die Schule eine Mutter ist der Leistungsgesellschaft, kann die Schule vielleicht auch anfangen, das ein bisschen runter zu reduzieren, weil gerade ja der Leistungsdruck und diese Entfremdung in diesem Bereich führt ja häufig dazu, dass das nicht ganz so gesund ist. Ne? Also wenn wir uns nur an den Kriterien des Erfolges orientieren, statt an der Gesundheit. Und ich sage den Lehrkräften immer so, dass neben dem Interesse und der Selbstwirksamkeit, von der du ja vorhin gesprochen hast, also ich glaube daran, dass ich das schaffen kann, gibt es ja auch andere Punkte, die mich motivieren, was zu machen. Zum Beispiel Angst vor Konsequenzen. Ich mache es dann trotzdem, weil ich möchte nicht zu Hause Ärger bekommen oder Schuldgefühl. So. Ich jetzt als Lehrkraft zum Beispiel in einer normalen deutschen Schule würde dann sagen, ich gehe trotz Bronchitis in die Schule. Ich möchte nicht, dass die Ute meinen Unterricht schon wieder vertreten muss. Mhm. Weil die hat beim letzten Mal schon was, die ist total drüber. Jetzt bin ich hinterher noch schuld, dass die krank wird. Nee, ich gehe trotzdem. Mhm. Schuldgefühl oder Scham. Ja, dass ich die Scham aus dem Weg gehe. Und das funktioniert und läuft häufig in so entfremdeten Systemen. Und das wollen wir nicht. Nein, das muss nicht sein. Ja. Jetzt kommen natürlich die Leistungsorientierten, sagen, ja, aber so ein bisschen Druck muss auch drin sein. Erstens, wir müssen auf die Leistungsgesellschaft vorbereiten. Und zweitens, da habe ich doch selber auch gemerkt, so ein bisschen Zug muss da drin sein. Ja, mag sein, dann will ich jetzt nicht drüber diskutieren, aber chronisch ist immer schlecht. Also wenn es nur die Orientierung an anderen und so ist, dann ab und zu mal. Und damit einhergehend ja auch oft eine Defizitorientierung, ne? Also das ist ja auch häufig so. Ja, das ist gerade vor allem in Richtung Feedback, Leistungsrückmeldung, auch Noten, so dass die meisten Noten sich dadurch aufbauen, dass ich Fehler sammle. Also ich zähle Fehler und je weniger Fehler, desto besser ist die Note. Und das beklagen viele Lehrkräfte. Also man kann von Noten halten, was man möchte. Ich sehe es kritisch, ich bin nicht komplett dagegen, das denken die Leute immer, aber ich bin kritisch mit diesem Element von Schule, aber ich bin nicht komplett dagegen, weil es hat auch Vorteile, weil es einfach ist und schneller Blick und so, aber man muss damit anders umgehen. Aber die Nachteile, denke ich, sind auch klar auf der Hand. Für Feedback ist es hier und da gut, aber ja, anyway. Ja. Was wäre denn ein gutes Feedback-System aus deiner Sicht? Tja, eins, was nicht nur summativ am Ende stattfindet. Das ist eigentlich so, glaube ich, die größte Kritik auch an dieser, an der Idee von Noten, ne? Dass du eine Unterrichtsreihe oder so eine Lerneinheit hast und am Ende
wird dann also eine Note gegeben. Oder auch am Ende des Schuljahres hast du das Zeugnis, ne, und das wird aufsummiert. Der Durchschnitt wird daraus berechnet. Und du hast ja in der Note einen relativ starken Informationsverlust. Du weißt also nicht genau, was du falsch gemacht hast, wenn du dann die 4 bekommst. Und da kannst du natürlich anders Rückmeldung geben. Das heißt aber in einem super stark gestressten System, in dem kaum noch jemand Zeit hat, wirklich sich um den Menschen zu kümmern, fällt es natürlich schwer, wirklich detailliert professionell Feedback zu geben. Das ist nicht so einfach. So Lernentwicklungsberichte zum Beispiel zu schreiben, ist auch nicht unstressig. Und dann arbeiten die Schulen auch häufig dann da mit standardisierten Textblöcken und so. Und dann ist es verständlich, wenn man gerne Noten geben möchte. Aber gut wäre eigentlich, und das wird es wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal alles leichter geben können mit KI und so. Aber optimal wäre, wenn du während des Lernens Feedback geben kannst und das Lernen sich noch verbessern kann. Weil in dem klassischen Schulgedanken ist ja, du hast eine Unterrichtsreihe, hast du die Note am Ende nach der Klassenarbeit. Und wenn du die 5 hast, dann wurde diagnostiziert, dass du es nicht verstanden hast. Aber dann geht es meistens zum nächsten Thema. Und das ist ja richtig blöd. Das wäre so, als würde der Arzt sagen, so, jo, wir haben bei Ihnen was Schlimmes diagnostiziert, tschüss. So, und wir machen aber nichts, wir therapieren nicht. Ja, ist ja so. Wir gehen jetzt machen wir die anderen Tests. Und das würden wir uns eigentlich anders wünschen. Man nennt das dann so formative Diagnostik. Ja. Währenddessen testen wir es schon mal. Und von mir aus können sie dann hinterher daraus Noten bauen, so wenn man mehrere Messungen hat. Weil mehrere Messungen heißt immer, es ist reliabler, zuverlässiger, als wenn ich nur einmal am Ende messe. Wir sehen aber, dass diese, ich sage immer gerne dann Fancy-Schmancy-Schulen, die also gerade die Preise gewinnen, die verzichten meistens eine gewisse Zeit zumindest auf Noten. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das wird sich herausstellen. Es sorgt natürlich für eine andere Lernkultur. Es sorgt dafür, dass die Lernenden nicht ganz so hart fokussiert sind nur auf das Lernergebnis. Erstens und zweitens, die Lehrpersonen, die haben nochmal ein bisschen mehr Ruhe womöglich, sich um das Individuum zu kümmern. Und sind nicht nur so im Sinne von Teaching to the Test unterwegs. So. Ich weiß, wie die Klausur nachher aussieht, deswegen muss ich dir das jetzt noch beibringen. So. Sondern die können stärker gucken, was die Kinder und Jugendlichen schon können. Wir haben einen Film gemacht über eine Grundschule, da sagt die Lehrkraft hinterher so, früher wusste ich, was ich unterrichtet habe, heute weiß ich, was die Schülerinnen und Schüler können. Und ja, weil ich sitze daneben, ich bekomme es mit. So. Und früher habe ich halt gelehrt, so, ne? Ein bisschen so belehrungskulturmäßig. Ja. Das ist dann halt eine andere Idee von Schule, ne? Ja, und Feedback verändert sich ja auch insofern, was du eingangs gesagt hast, wenn Schülerinnen und Schüler auch in der Lage sind, sich Ziele zu stecken. Und wenn ich mir Ziele stecke und vielleicht auch den Weg dorthin entweder alleine oder mit Unterstützung gestalte, dann kann ich ja am Ende quasi des Prozesses im besten Fall auch gucken, wie nah bin ich gerade an mein Ziel gekommen, habe ich mein Ziel vielleicht erreicht oder auch verfehlt, was lerne ich daraus? Ja, das ist so das Einmaleins, gebe ich dir vollkommen recht, sehe ich genauso wie du. Ohne Ziel kann ich nichts regulieren. Also wenn ich nicht weiß, wo ich hin möchte, woher soll ich dann wissen, ob ich nach rechts oder nach links gehen muss. So. Und das ist, ich kann das hinterher abhaken. Ich kann sagen, genau, habe ich es erreicht, habe ich es zu Teilen erreicht, womit bin ich zufrieden, womit bin ich unzufrieden. So ein paar Kriterien brauche ich. Ja. Und ein Ziel ist zum Beispiel eins, ja. Absolut. Ja. Würdest du jetzt das Bildungssystem ganz einfach, ohne irgendwelche Schwierigkeiten so gestalten können, wir machen jetzt mal, mach die Welt, wie sie dir gefällt, was würdest du gern verändern? Ja, also spontan fällt mir dazu immer der Faktor Zeit ein. Also was ich als erstes mir wünschen würde für das Bildungssystem, nicht nur für die Schule, auch für alle anderen Systeme, also die Ausbildungsstätten, aber auch die Universitäten und die Hochschulen, Fachhochschulen, genauso wie alle Arten von Schulen, Kitas und so. Was ich mir wünschen würde, wäre Zeit. Und wenn ich sage mehr Zeit, meine ich damit eigentlich, dass die Menschen pro Minute mehr Minuten haben sollten. Da kommt die Tage wahrscheinlich von mir irgendwie so ein Reel, da habe ich das mal irgendwo auf einer Bühne gesagt, das ist mir da so spontan eingefallen. Also ich möchte pro Minute mehr Minuten haben. Und dafür brauche ich Menschen, damit ich entlastet werde von Arbeit, damit ich dann während meiner Minute wieder mehr Zeit habe. Für das Essentielle. Und ich glaube, Lehrpersonen wünschen sich größtenteils mehr Zeit, sich mit Menschen beschäftigen zu können, also mit den Lernenden, dass sie wirklich unterstützen können. Also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel steht in Paragraph 1 Absatz 1 des Schulgesetzes, die Kinder haben ein Recht auf individuelle Förderung. Und was ist individuelle Förderung? Und ich bin mir sicher, dass jede Person, die ins Lehramtsstudium geht, eigentlich vornehmlich auch das Ziel verfolgt, ich möchte Menschen unterstützen. Und durch Bürokratie, ich meine, das ist in deinem
Ursprungsjob ja genauso. Also in allen diesen Jobs ist so viel Bürokratie zu bewältigen, in der Medizin auch und so, dass sie kaum zu ihrem Hauptjob eigentlich kommen. Ich würde mir also für Lehrpersonen wünschen, dass sie mehr Zeit haben, sich um die Menschen kümmern. Weil ich glaube, so entscheidende Faktoren wie die Herkunft zum Beispiel, dieses Gap zwischen Bildungsnah, Bildungsfern, ne? Wenn du das schließen möchtest, dann musst du dich um die Menschen kümmern. Dann braucht der eine ein bisschen mehr Unterstützung als die andere. Es brauchen alle Unterstützung, aber wir wollen vor allem mehr Zeit drin haben. Und das soll nicht extra Arbeit sein, außerhalb der normalen Arbeitszeit, sondern es soll da drin sein. Und für mich zum Beispiel als Professor und für alle meine Kolleginnen und Kollegen als Professorinnen und Professoren oder die generell forschen, wünsche ich mir auch ein Stückchen mehr Zeit. Auch wir haben ja hier zum Beispiel die akademische Selbstverwaltung. Die Universitäten sind also für sich selbst zuständig, sich zu verwalten, Geld reinzuholen. Wir sind kleine Wirtschaftsunternehmen. Und ich zum Beispiel wünsche mir Zeit für meine Kolleginnen und Kollegen, dass sie Zeit zum Forschen haben. Ich komme kaum noch zum Forschen, weil ich halt verwalten muss, ich bin Manager. Und so sage ich, wenn ich das Bildungssystem verändern könnte, dann würde ich sagen, ich brauche Zeit mehr, das heißt mehr Menschen und das heißt mehr Geld. Und nicht nur einmalig mit so einem Sondervermögen, sondern natürlich per se ein bisschen mehr Geld. Ein Sondervermögen wäre gut, aber es muss danach eigentlich nachhaltig aufgebaut werden, denn wir werden ein Problem haben, wenn wir Menschen brauchen. Demografischer Wandel. Aladin Elmar Falani sagt, größtes innenpolitisches Problem der nächsten Jahrzehnte. Zumindest auf jeden Fall erstmal des nächsten Jahrzehnts. Wir haben nicht genug Leute. In allen Ebenen nicht. Und das merken wir jetzt schon. Das merkt ihr in euren Bereichen, in all dem, wo du da so unterwegs bist, vornehmlich, dass das Personal fehlt. Und ich würde sagen, Bildung ist mit das Wichtigste. Und deswegen zusehen. Das würde ich, glaube ich, als erstes anpacken. Und die anderen Sachen, die lösen sich dann. Ja, super. Perfekt. Vielen Dank. Unser Gespräch neigt sich jetzt schon langsam dem Ende. Ich habe gerade geguckt, die Zeit ist so schnell umgegangen. Und jeder Besucher, jede Besucherin kriegt im WordSeed-Podcast 3 Abschlussfragen gestellt an euch lieben Hörenden da draußen. Ferdi kennt die Abschlussfragen nicht. Er wird also gleich spontan antworten. Das sind ja auch immer die schönsten Antworten. Das wünschen wir uns ja so. Aber alle anderen Fragen waren gerade auch spontan, muss man dazu sagen. Ja. Wir haben es nicht vorher getroffen. Genau, das stimmt. Ja, ja. Da hast du vollkommen recht. Bevor ich dir die 3 Fragen stelle, gibt es deinerseits gerade noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, hey, das würde ich gerne gerade noch loswerden? Ja, wenn ich die Chance bekomme, natürlich. Ich würde gerne an alle, die annähernd nur mit Menschen und oder dem Bildungssystem zu tun haben, danken für das Engagement. Und ich möchte sagen, weitermachen bitte. Und solange das die Gesundheit und die Lust noch so zulässt, und dass wir da gemeinsam an einem Strang ziehen. Also ist es nicht, ich sehe nicht komplett schwarz. Ich wurde letztens vom Deutschlandfunk gefragt, ob ich optimistisch oder pessimistisch wäre. Und ich sage, ich bin sehr optimistisch. Ich glaube, wir sind auf einem Weg. So, ich weiß nicht, ob der super gut ist, aber ist, glaube ich, in die richtige Richtung. Und ich hoffe, dass alle weiter mit am Strang ziehen. Und die da schon aktiv sind, da habe ich größten Respekt. Gerade die so richtig in der Praxis aktiv sind. Ne? Ja. Ja, wir haben da schon sehr, sehr engagierte Leute. Das ist mir, wie gesagt, letzte Woche auch nochmal in der Grundschule klar geworden. Ich bin ja nicht so oft im Bildungssystem unterwegs und da dachte ich, wie krass seid ihr eigentlich? Also was so, weil das finde ich manchmal so schade. Das ist mir auch so bewusst geworden. Ah, die sind ja, die haben es ja gut. Die haben 6 Wochen Ferien schon allein im Sommer und haben immer mittags frei. Und dann denke ich, wirklich Leute, ist es das wirklich, was ihr glaubt, wie dieser Beruf aussieht? Ja, der Job knüppelt richtig. Das ist ein richtig, richtig krasser Job. Diese Mühle, die jeden Tag dreht, und dann hast du mit den ganzen Problemen von zu Hause auch zu arbeiten, und die sind nicht dafür vorbereitet, also die sind ja nicht dafür ausgebildet. Das ist schon richtig krass. Und du hast da manchmal so Kahne unterwegs, also im Sinne von Schiffen, 150 Lehrpersonen, so eine 7-zügige Gesamtschule, das ist ein mittelständisches Unternehmen. Aber dieses mittelständische Unternehmen hat keine Personalabteilung, hat keine Innovationsabteilung. Das müssen alles die Menschen, die auch unterrichten, das müssen alles diese Menschen machen. Du hast nochmal ein paar Leute im Sekretariat und einen Hausmeister oder 2, 3 oder so, oder Hausmeisterinnen. Aber das müssen alles die Lehrpersonen machen. Das ist wirklich, wirklich heftig. Deswegen, ich habe es ja auch studiert. Ich habe den fettesten Respekt davor, wenn das die Menschen machen. Ja, selbstorganisierende Organisation ist es ja letztendlich, ne? Und da wird ja auch viel geforscht, und das haben wir ja schon, wenn wir uns so ein System angucken, was du gerade gesagt hast, ne? Keine Personalabteilung und so, und das alles irgendwie nebenbei ist schon beachtlich, ne? Deshalb finde ich es so schwierig, das so hinzustellen, immer 12 Uhr, 13 Uhr Feierabend und 100 Millionen Wochen Ferien.
Ist so, das ist sehr einseitig, ja. Und gleichzeitig müssen wir auch sagen, es sind unfassbar intelligente Systeme. Weil ich meine, es sind 150 Menschen, die da arbeiten. Und die sind alle studiert. Die sind alle studiert. Haben alle mindestens 9 Semester so studiert, wenn du jetzt immer in der Gesamtschule bist. 4,5 Jahre studiert plus nochmal 1,5 bis 2 Jahre Referendariat. Das sind hoch krass ausgebildete Profis, die da aktiv sind. Deswegen sind mega Systeme. Wenn du die also, und das ist ja dein Thema, wenn du die Kommunikation da richtig reinpflanzt und flanscht, dann kann das richtig genial sein. Das findest du in der Wirtschaft wiederum nicht. Ein mittelständisches Unternehmen mit nur studierten Leuten, das findest du nicht. Und deswegen ist da dieses Riesenpotenzial und deswegen bleibe ich auch optimistisch. Ja. Vor allem, sie sind ja auch pädagogisch ausgebildet, das kommt ja noch on top. Das ist ja, das bringt ja auch nochmal richtig Potenzial mit. Ja. Ja, bin ich absolut bei dir. Okay, 3 Abschlussfragen. Die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist auf deinem bisherigen Lebensweg, wenn es jetzt zum Beispiel eine besondere Erkenntnis gegeben hat, welche war das für dich? Ich muss immer an die gleiche denken. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Und der Bauer, der kein richtiger Bauer mehr war, die hatten so einen, das war ein Pferdehof. Witzigerweise heiße ich Pferdi, bin auf dem Pferdehof groß geworden, hatte eine Pferdeallergie, das war nicht so angenehm, aber es war trotzdem cool. Aber dieser Bauer, der war so Landmaschinenschlosser und der hat alles gekonnt. Und wenn ich dem als kleines Kind geholfen habe, vom Trecker Reifen zu wechseln, hat er immer gesagt, Pferdi, wenn man eine Sache anfängt, dann bringt man die auch zu Ende. Bevor wir halt irgendwie schwimmen gegangen sind, zum Beispiel im Sommer abends oder so. Und das ist mir immer im Kopf geblieben, dieser Spruch. Und ich war bislang immer froh, bis vor ein paar Jahren den gehabt zu haben, weil das hat dazu geführt, dass ich alles, was ich angefangen habe, auch vernünftig zu Ende gebracht habe. Und da sehr so, jetzt im Nachhinein muss ich feststellen, dass das aber auch sehr zur Entfremdung geführt hat, weil wenn du das so als Leitspruch hast in deiner Birne und du stellst zwischendurch mal fest, eigentlich passt es nicht so gut zu mir, ich müsste eigentlich mal eine Pause machen und so und du drückst trotzdem durch. Also das war ein sehr, sehr wichtiger Spruch für mich. Er hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Das werde ich noch merken irgendwann. Aber ja, das ist so, glaube ich, ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben gewesen. Danke, dass du es teilst. Die zweite Frage, die ich dir gerne stellen möchte, das passt zum kleinen Ferdi. Rein theoretisch, du würdest den kleinen Ferdi, egal in welchem Alter, nochmal treffen und du dürftest ihm einen Satz sagen. Welcher Satz wäre das? Oh, das wird sehr intim, aber ich knall's mal raus. Ich bin sehr, sehr unruhig groß geworden. Es war sehr viel Unruhe zu Hause aufgrund von Krankheit und viel auch Gewalt und so. Und ich würde ihm gerne irgendwie Ruhe schenken wollen. Ich merke heute auch im fortgeschrittenen Alter, ich bin jetzt 41, merke ich schon, dass der kleine Ferdi mit dem nervösen Körper noch drinsteckt. So. Und ich würde ihm versuchen, so viel schützende Hand zu geben, wie es geht. Und dass er keine Sorge haben muss und dass er vor allem nicht über den Erfolg für die Sicherheit sorgen muss. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. So alle andere flüchten sich in Süchte und Abhängigkeiten und so. Und ich war, glaube ich, hart orientiert an Leistung und an Ballern und Profisport und Doktor machen und Professor werden und so, weil das nicht mein Ziel war, aber trotzdem einfach abgeliefert. So, ich würde ihm gerne ein bisschen mehr Sicherheit und Ruhe schenken. Und das ist das zum Beispiel, was ich bei meinen Studierenden immer wieder versuche, dass meine Veranstaltungen möglichst weich sind, dass sie sich bilden können, dass da nicht nur gelernt wird und dass ich denen sage, hey, egal was passiert, kommt, wir kriegen das alles gelöst und keine Sorge. Und wenn ihr mit Pause bleibt zu Hause, dass wir da ein bisschen mehr Ruhe ins System bekommen. Ne? Das ist das, was ich mir als kleines Kind wünschen oder gewünscht hätte oder versucht hätte zu ermöglichen und das versuche ich auch heute allen zu ermöglichen, die irgendwie mit mir hier in dem Bildungssystem der Uni Osnabrück zu tun haben. Ne? Danke, dass du uns den Einblick gibst und ja, vielen Dank. Und die letzte Frage, die ich dir super gern stellen möchte, ist, welche eine Sache in der Gesellschaft aus deiner Perspektive heraus müsste sich dringend ändern? Ja, dass alle mehr Selbstwert haben oder wahrnehmen zumindest. Und das, glaube ich, geht vor allem über ein Bewusstsein für dein Thema, also Kommunikation. Und also wenn ich hier Donnerstagnachmittags ein Seminar gebe zur gewaltfreien Kommunikation, so schlecht empirisch untersucht, aber macht für mich einen massiven Unterschied. Wenn ich nur alleine weiß, und das wissen viele Studierende auch am Ende ihres Lernstudiums nicht, welche Bedeutung Bedürfnisse haben und was der Unterschied zu Strategien ist und wie viele Gefühle es gibt. Man kann nicht nur gut sagen, wenn es einem gut geht, dann gibt es ganz viele andere Gefühle. Und ich glaube, diese Grundlagen dieser Theorie und gerade dann in diesem Fall Bedürfnisorientierung, ich weiß, das ist so ein gebäschter Begriff, gerade wenn es in Richtung auch bedürfnisorientierte Erziehung und so geht, aber wenn wir uns klar machen, welche Rolle Bedürfnisse spielen in unserem Leben, so, dann kann ich mir unfassbar viel erklären. Dann kann ich mir erklären, warum die Generation Z gerade einen kleinen Rechtsruck durchmacht,
dann kann ich mir erklären, warum andere Dinge in unserer Geschichte passiert sind, warum manche Menschen immer mehr Land brauchen und Menschen ermorden. Ich kann aber auch verstehen, warum andere Personen Burnout haben, depressiv werden oder dauerhaft melancholisch sind oder so. Das kann ich mir ganz gut erklären. Und ich kann Bewusstsein entwickeln für meine die Individuen um mich herum, aber vor allem erstmal für mich selbst. Und ich glaube, das ist das, was wir bräuchten, um wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen mit der Gesamtgesellschaft. Und es ist Kommunikation letztendlich. Ist das alles Kommunikation aus meiner Sicht. Ich merke das im Seminar, wenn die rausgehen, sind die sagen immer, das ist wie so eine kleine Selbsthilfegruppe, so ein bisschen Therapie, weil die auf einmal in einem Lernstudium was mitbekommen, was du dann niemals machen würdest normalerweise. Also du musst ja immer irgendwelche Leute haben, die sowas unterrichten. Deswegen sage ich, Kommunikation. Und von mir aus gerne gewaltfreie Kommunikation. Ich finde das eine coole Sache mal zu tun. Ja. Episch. Kommunikation unterschreibe ich dir natürlich super gern. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für all das, was du mitgebracht hast an Wissen, an Erkenntnis, an Perspektive auch. Ich denke, für viele Hörenden, und das wünsche ich mir sehr, sind diese Gespräche und Interviews immer eine tolle Perspektiverweiterung. Und deshalb danke ich dir sehr für deine Zeit und das, was du hier mitgebracht hast. Ich danke dir fürs Vertrauen und ich danke dir natürlich auch, dass du all die Sachen und das, was du machst, in die Weite spreadest. Merci. Ja, danke für deine Unterstützung am heutigen Tag und alles Gute für dich und wie gesagt, vielen, vielen Dank. Was für ein inspirierendes Gespräch. Ich hoffe, dir ging's so wie mir. Ich fand's total schön, wertschätzend, bereichernd, spannend. Also es gibt einfach so viele Worte, die dieses Gespräch für mich beschreiben und ich hoffe, es hat dich mindestens genauso inspiriert wie mich. Alleine die Perspektiven, die er so kombiniert hat aus der Praxis, aber auch aus der Forschung, fand ich besonders inspirierend. Und auch, dass er zum Schluss nochmal gesagt hat, wie optimistisch er auch ist, dass wir das schon hinkriegen. Fand ich auch nochmal total schön, weil genau das wünsche ich mir, dass wir da optimistisch schauen. Natürlich haben wir eine Menge zu tun, ob im Bildungswesen oder im Gesundheitswesen. Und gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Und ich pack dir alles zu Professor Dr. Ferdinand Stäbner in die Shownotes. Da findest du zum Beispiel seinen YouTube-Kanal und das möchte ich dir wirklich mal vom Herzen empfehlen, dir das anzuschauen, weil er dabei gefilmt wird, wenn er zum Beispiel an den Schulen ist, ob das Grundschulen sind oder erweiterte Schulen oder Kindergärten. Das ist so, so spannend. Auch die Gespräche, die er mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort führt. Also ich freue mich auf jede Doku beziehungsweise auf jedes Video, was da rauskommt. Also schau da super gern mal vorbei. Oder auch bei Instagram, da gibt's auch durchaus immer so kleine Ausschnitte aus Vorträgen. Und es ist einfach ein total interessante Perspektive und ich bin halt auch der festen Überzeugung, dass dieses selbstregulierte Lernen auch für uns im Erwachsenenalter, auch wenn du vielleicht nicht mit Kindern arbeitest, so für dich persönlich auch total spannend ist, weil wir lernen ja unser ganzes Leben lang, wenn ich da an meine Grundschullehrerin denke, die hat zu uns gesagt am Tag der Einschulung, schaut mal bitte alle auf eure Hände. Und dann schaute die 6-jährige Lisa auf ihre Hände und dann sagte sie, ihr lernt so lange, bis alle Finger gleich lang sind. Und das ist etwas, an das ich immer wieder denken muss, wenn es auch so ums Lernen geht. Das Lernen ja einfach ein so spannendes Thema ist und dass wir uns immer wieder damit auseinandersetzen, was brauchen wir, um zu lernen und das mit der Zielformulierung und all das, was er da mitgebracht hat, auch so für sich wählen zu können, um sich auch selbst so ein bisschen einschätzen zu können, mache ich jetzt eher Mathe oder eher Deutsch? Das sind ja so viele Aspekte, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Was brauche ich heute, um zum Beispiel gut lernen zu können? Oder ist vielleicht heute überhaupt ein guter Tag zum Lernen? Oder wie kann ich das gestalten, dass es vielleicht ein guter Tag zum Lernen wird? Und vieles, vieles mehr, all das gehört für mich auch zum selbstregulierten Lernen. Und ich finde es total spannend, auch bis zum heutigen Tag mich natürlich mit Lernen auseinanderzusetzen, weil ich möchte natürlich auch noch ganz, ganz viel lernen. Und dieses Podcast-Interview hat für mich auf jeden Fall dazu beigetragen, ganz, ganz viel gelernt zu haben und mein Wissen heute wieder ein bisschen erweitert zu haben und meine Perspektive erweitert zu haben. Und deshalb freue ich mich immer wahnsinnig, wenn sich Menschen wie beispielsweise der liebe Ferdi sich die Zeit nehmen
und neben all dem, was er da macht, sich hier wirklich mit mir hinsetzt und dieses Thema mit mir gemeinsam bearbeitet und für euch aufnimmt. Dafür bin ich unfassbar dankbar. Es hat mir ganz viel Freude gemacht und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein paar liebe Worte da lasst, ne, und als Zeichen eurer Wertschätzung auch diese Podcast-Folge mit der Welt teilt. Da freuen sich die Gästinnen und Gäste auch immer sehr drüber, weil sie nehmen sich hier die Zeit, egal wer kommt, und einfach so, um über ihr Thema zu sprechen, um ihr Wissen zu teilen, um eine neue Perspektive reinzubringen. Und das finde ich so, so schön. Und da bin ich jedes Mal dankbar. Und ich freue mich auch, wenn ihr das so zu schätzen wisst und liebevolle Nachrichten schreibt, die ich natürlich auch immer gerne weiterleite. So, das zum selbstregulierten Lernen. Wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert und du nimmst das ein oder andere für dich mit. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz zauberhaften Tag und freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder treffen. Fühl dich wie immer von Herzen gedrückt. Alles Liebe für dich, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier. Intro und Outro gesprochen, Michael Helbing.